Mega. Wenn ihr jemanden kennt, der sich für dieses Thema interessiert, für das Thema Weisheit, Wissen und vor allem auch, ja, wie man damit halt ja, tiefenpsychologisch und mythologisch rangeht, dann haut die Person einfach an. Hier unten ist ja in dem Fall das geile Fähnchen da, das kann man dann anklicken. Und dann, genau, endlich Athene, genau. Ah, ich freue mich auch total drauf, das wird großartig. Das wird echt mega. Hab mich gerade auch angeschlagen, tut richtig weh. Und es blutet noch. Okay, trotzdem, ich freue mich auf den heutigen Tag. Es wird großartig, ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Am Wochenende auch schon, ich habe einiges vorbereitet zu ihr. Und hallo Naturkosmetik, hi, schön, dass du auch da bist. Genau, ich bin auch mega gespannt. Und ich würde sagen, hallo Steffen, hi, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal. Und zwar, ich bilde mal ganz kurz den Rahmen für Athene. Athene, die Göttin der Weisheit. Unter anderem auch viel weitere Punkte des Handwerks zum Beispiel, auch der Strategie auch im Krieg. Also nicht wie der Gott des Krieges Ares, sondern in dem Fall strategisches Herangehen und des Kampfes sozusagen. Also sie war da rein mythologisch gesprochen, hat sie ganz, ganz viele geniale Symboliken dargestellt, die halt die Antike damals so hervorgebracht hat von Athene. Und das Geile daran ist, du wirst jetzt als Zuhörerin, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerin mehr und mehr verstehen, was Athene mit dir zu tun hat und was die Antiken schon damals in der Mythologie verständlich machen wollten, was es bedeutet. Ja? Und es geht um die griechische Mythologie, beziehungsweise auch um die römische, also um die, die Lateiner, die damals dann gesagt hatten, komm, wir müssen die jetzt mal übernehmen. Es sind ganz viele Parallelen und tolle Übersetzungen auch mit dabei. Also die haben sich da Hand in Hand unterstützt in dieser Mythologie, weil sie die auch übernommen haben. Und die haben sehr viel Symbolik, sehr viel mit Werten auch zu tun, Lebenswerten. Und vor allem auch in der Psychologie findet man immer mal wieder solche Punkte, bei denen man ganz klar sagt, so krass, also diese Verhaltensmuster etc., die werden in dieser Mythologie dargestellt. Das hat auch einen tiefen Grund. Und dieser Grund ist, dass wir bis heute eher Geschichten auch gerne hören, um uns darin wiederzufinden als Protagonisten oder vielleicht einen Anteil davon in unseren Antagonisten, die wir erzählt bekommen. Und genau das ist heute das Thema, also beziehungsweise immer das Thema. Es gibt nicht Gut und Böse im Sinne von per se, der Protagonist ist böse oder in dem Fall der Protagonist ist nur gut, sondern es gibt auch den Protagonisten, der zum Antagonisten wird. Und in diesen Geschichten ist es ganz bewusst so gewählt, weil Athene, Zeus, Hera, Demeter, Dionysos, Hades, Ares etc. etc., die waren alle in dem Fall keine Personen. Sie symbolisierten Persönlichkeitsaspekte oder Umstände damals. Und das wurde halt dann dementsprechend auch gerade in solchen Geschichten wie die ja, Odysseus, also die Odyssee, ja, wer sie mal gelesen hat, unglaublich geiles Thema. Hallo Janine, hi. Und genau, und das ist das Geile an diesem Thema. Es ist halt unfassbar umfangreich und vor allem auch, ja, es umschreibt immer einen Teil von uns. Ja, und wenn du halt dementsprechend Athene sozusagen eher in dir trägst, oh Gott, tut immer noch weh, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören, weil genau das werden wir heute aufgreifen, was für geile Eigenschaften da teilweise drin sind und was Weisheit wirklich bedeutet, also für uns, ja, woher sie entspringt und was für, also wie grob fahrlässig teilweise das Sammeln an Weisheit sein kann, wenn wir es nicht wirklich begutachten. Also Wissen im Sinne von auch kopflastiges Wissen, ja, und nicht praktisches Wissen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema an sich, Athene und ihren Ursprung. Also beginnen wir einfach mal nicht bei der Familie, sondern bei ihrem Namen. Und bei dem Namen ist es so, dass das Athene unfassbar viele Übersetzungen hat. Wohlgemerkt, im Allgemeinischen ist da wenig dran geblieben. Und zwar, es kam eher so wirklich aus dem Griechischen und aus dem römischen Bereich, wie Athene dann dementsprechend übersetzt wurde, auch wortwörtlich gesprochen und vor allem auch, wann sie anfing zu existieren im Namen. Das wäre sehr, sehr, sehr spannend. Es hat auch viel mit der Geschichte von Attika zu tun, in dem Fall der Stadt Athen. Und logischerweise, und für diejenigen, die letztes Mal mit dabei waren, die werden ganz klar auch mitbekommen haben, was Athene mit Athen zu tun hatte und mit Poseidon. Vielleicht erwähne ich das nachher nochmal, wenn es ins Konzept passt, aber unabhängig davon, also aus dem Attischen sozusagen, ja, ist es so, dass es mehrere Varianten gab von dem Namen Athene, also Athena
oder Athenäer, ja, und da gibt es viele Übersetzungen auch da davon. Und ich habe da nebendran mir ein paar aufgeschrieben, weil ich kann mir das nicht alles merken. Es ist unfassbar viel, was ich auch aufgeschrieben habe für heute. Was ich aber übersetzen kann, ist aus dem Gnossischen sozusagen. Also in Knossos wurden Steintafeln teilweise gefunden, die überliefert das Ganze mit einem Anteil, und zwar Atanapotinia. Das Übersetzen, das ist schwierig, weil das Knossos, das im Deutschen zu übersetzen, ist ein bisschen schwierig teilweise. Trotzdem bedeutet es etwas wie Herrin, Gebieterin und Beherrscherin. Also diejenige, die beherrscht über oder herrscht über eine Sache. Und jetzt wird's sehr interessant. Wenn wir dabei bleiben, bei diesem Knossischen oder Knossos, also diesem Bereich, ist es so, dass wir dort auch unter anderem die Eulenäugige daraus machen können. Ja? Also es wurde so übersetzt, dass damals die Athene, ja, Pallas Athena, also Pallas, darüber reden wir auch gleich, woher dieser Namensanteil kommt, der wird nämlich selten erwähnt, dass diese zwei Worte oder diese zwei Übersetzungen dann dementsprechend dazu führen, dass man ganz klar sagt, okay, die Eulenäugige. Und wenn wir bis heute noch die 1-Euro-Münze, glaube ich, nehmen, die europäische, griechische 1-Euro-Münze ist auf der anderen Seite teilweise eine Eule zu sehen. Und die mit Athene immer in Verbindung gebracht wurde. Wohlgemerkt auch, wenn wir es zum Beispiel gerade im Bereich ja, Disney, Comics etc. Wofür gilt denn dementsprechend oder dient die Eule? Was für ein Symbol ist die Eule? Natürlich immer die Schlaue. Es gibt selten einen Film, wenn gar, ich habe noch nie einen gesehen, wo die Eule als dumm dargestellt wird oder als kritisch, ja, sondern eher, sie ist selbstkritisch und vor allem, sie überdenkt alles. Sie ist die weise alte Eule oftmals. Und das ist halt überliefert worden auch. Auch Hegel sprach von dem Eulenaspekt von Athene. Aber wenn wir uns die Athene so anschauen und diesen Eulenaspekt, den ich sehr interessant finde, die Eule als Symbol, dann ist natürlich immer fragwürdig so, okay, woher kommt das Ganze? Warum die Eule? Wenn es um das Thema Großäugigkeit geht, dann kommt die Eule als allererstes vor bei Homer und Homer erklärt, dass Hera die Kuhäugige ist, also auch große Augen, und Athene die Eulenäugige. Und das ist sehr, sehr interessant, weil wenn man das jetzt gleichsetzt, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass die Großäugigkeit von Homer sozusagen damit angesprochen wurde, ist natürlich falsch, weil einmal ist es die, und das ist ganz, ganz tiefgreifend wichtig, um Athene zu verstehen, was es mit dem Eulen und Augen zu tun hat. Und zwar der, und wir kommen gleich zu den ganzen Sagen und Geschichten von Athene. Das ist ja das Coole daran, aber wir brauchen diesen Rahmen. Und zwar, es kann nicht sein, dass Homer das gleiche Attribut gemeint hatte mit den Augen. Denn es ist nichts Abwertendes, kuhäugig oder eulenäugig oder ähnliches. Es ging darum, dass es in dem Fall die Kuh eher ein langer Prozess ist, eine Art von Weidentier. Die großen Augen haben auch etwas mit der Schönheit zu tun. Also damals war die Kuh nicht gerade schlecht oder ähnliches oder dementsprechend ein unangenehmes Wesen. Eher im Gegenteil, es hatte viele Aspekte, sehr viele interessante Aspekte. Deswegen auch Hera. Athene wiederum, rein von dem, wird übersetzt, Glavkopis, ja, Glavkopis ab Athena. Und dieses Glavkopis, Gott, dieses Wort ist so schwierig. Glavkopis, so jetzt habe ich es. Und obwohl ich Griechisch spreche, ist es dann natürlich auch totaler Zungenbrecher. Trotzdem ist die Helläugige in der Hinsicht so gemeint, und zwar die Helläugigkeit, also das im Dunkeln sehen können. Und jetzt wird es interessant. Dieses im Dunkeln sehen können, wenn die Augen schimmern einer Eule, ja, dieses Scharfäugige, auch mit der Dunkelheit in Verbindung bringende Weisheit, was in die Dunkelheit erhellen lässt, wenn du diesen Aha-Moment beispielsweise hast und dann dementsprechend, also du hast einen Aha-Moment und der ist nicht, oh, ach so, sondern eher, das ist ein Part, der ist ganz anders, der ist viel subtiler, der ist viel bescheidener. Dieser Aha-Moment ist eher ein Aspekt, bei dem man ganz klar sagt, ach so, also das ist so gemeint. Also wir kommen ins Verständnis hinein. Und Verständnis ist zwar mütterlich, aber im gleichen Zuge Verständnis vom Verstand her, es ist etwas, was die Dunkelheit erhellt und wir endlich natürlich frei sind von der Dunkelheit. Trotzdem
trotzdem immer nüchtern bleibt, weil wir zuerst mal die Schattenseiten, das Schwarze, das Dunkle gesehen haben und erst nachträglich dann daraus etwas machen können. Aber wir mussten es erwarten, wissentlich. Und umso mehr wir verstehen in diesem Bereich, umso eher werden wir wachsen, umso eher werden wir verstehen, dass dieses Symbol auch bedeutet. Ja? Verstehen, Verständnis, Wissen und Weisheit. Gut. Und hallo an alle, die gerade noch reingekommen sind. Wie mega ist das? Okay, Scharfsinn im Dunkeln, ja, und die großen Augen waren eher darauf gemünzt, auf die hellen Augen. Vielleicht auch die Hellsichtigkeit wohlgemerkt, weil damals in diesem Bereich, also als Athen geboren wurde, also nicht die Athena, die Göttin, sondern die Stadt selbst Athen, ist es so gewesen, dass damals schon Menschen existierten, die helle Augen hatten. Und diese Transformationsprozesse auch gesichtet wurden. Und wer weiß, vielleicht haben sie damals sogar auch geglaubt, dass diese Helläugigkeit eher ein Symbol Gottes sei oder der Götter selbst auch. Also weil helle Augen haben auch was Reines an sich, logischerweise, verhältnismäßig zu dunklen Augen, also der Ursprung wohlgemerkt. Trotzdem, die Interpretationsmöglichkeit hierbei ist unendlich groß, aber in Bezug auf die Helläugige, da liegen wir schon sehr, sehr gut. Schön, dass ihr alle noch nachträglich kommt. Das ist einfach mega geil. Super, super schön. Umso mehr Spaß macht es mir natürlich, dieses ganze Wissen weiterzutragen. Gehen wir mal weiter zu dem Thema Eulen. Es ist so lustig, wenn man Eule sagt und dann dementsprechend Tobias Beck vielleicht kennt und dann die Eule. Interessanterweise ist die Eule hierbei auch die, die weiß. Also selbst Tobias Beck hat in diesem Diskmodell oder diesem Typenmodell, die Typenlehre von C.G. Jung, die Eule als die in dem blauen Trakt arbeitet, also die Wissende, ja, die Genaue, so hingestellt. Und vielleicht hat er es bewusst gemacht, vielleicht auch nicht. Also Ben ist auch hier und Ben ist jemand, der ist halt super Eule. Und ich bin ebenfalls Eule, ich weiß, von was ich rede, wenn es um das Thema geht, Eule. Aber unabhängig davon ist es so, dass man selbst heute sogar, und vielleicht wissen es sogar die Eulen, die gerade hier sind, diesen Spruch kennen wir vielleicht alle, die Redensart Eulen nach Athen tragen. Kennt ihr den? Diesen Eulen nach Athen tragen Spruch. Und zwar, das ist ganz witzig, das sagt nichts anderes aus, wie wenn man also etwas hinträgt, also die Eule sozusagen nach Athen trägt, aber die existiert ja schon dort. Also es geht um die Unterstreichung der Unnötigkeit. Deine Taten, die du gerade getan hast, sind unnötig, ja, obsolet. Und das ist ja eine Redensart, die da verwendet wird. Und für diejenigen, die sie kennen, kennst du ja, Ben, kennst du sie auf jeden Fall, geil. Und ich fand es so interessant, dass es damit in Verbindung steht. Also es ist irgendwie logisch, klar, aber historisch gesprochen, dass eine Redensart in der Form daher kommt, ist so, hä, echt jetzt? Zu mir hat mal man früher immer Eule gesagt, weil ich so große Augen hatte. Wohlgemerkt, also auch was ich vorhin schon erwähnt hatte, weil Pusteblume war bisher noch nicht da. Und zwar, dass die Eulen große Augen haben und natürlich auch das Symbol ist in dem Fall für helle Augen. Große Augen sind auch ein Kindessymbol. Rein psychologisch gesprochen stehen viele Männer auch auf große Augen, verhältnismäßig zum Kopf. Also das Verhältnis Kopf und Augen ist sehr wichtig und es wirkt dann kindlich. Man hat als Frau oftmals große Chancen, mit großen Augen sozusagen viel Unterstützung zu erhalten. Ja, aufgrund dessen, weil man diese Aspekte hat und vor allem umgarnt zu werden. Ja, je nachdem, es dienen natürlich viel, viel mehr Aspekte, also kommen da dazu. Aber jeder Mann weiß ganz genau, wenn er, oder Frauen auch genauso, wenn sie ein Kind vor sich sehen, sind es die Augen, die das Kind so süß machen. Ja, weil die Augen und der Kopf so klein, also das ist auch ganz, ganz schön. Waren auch damals wohl gemerkt Schönheitsideale. Ja, also in der Antike schon waren es Schönheitsideale. Es gab auch andere Schönheitsideale. Athene wird auch oftmals mit einer ganz geraden Nase dargestellt. Also es war auch ein Schönheitsideal. Viele Frauen damals wurden auch so vergöttert damals, diese Kuhle hier nicht hatten, hier die da hier, sondern die hatten eine gerade Nase von hier bis runter eine gerade Nase. Es war ein Schönheitsideal. Ja, sehr spannendes Thema. Aber wohlgemerkt, also Dankeschön für eure Worte. Ich finde es mega. Und das ist so dieses Symbol da dahinter. Also auch der Steinkauz, diese Eule, heißt wohlgemerkt im Wissenschaftlichen, ja, und zwar Athene Nuctua. Ja, und das ist auch so interessant. Also
dass es da auch schon mal wieder aufgegriffen wird, wissenschaftlich. Unabhängig aber davon, gehen wir mal weiter, weil wir haben jetzt ja über Athenes Namen gesprochen, aber man muss noch etwas ergänzen bei dem Namen, um das auch verständlich zu machen. Es gibt ja ganz, ganz viele Aspekte, wie beispielsweise auch, dass Athena Ergane bedeutet Schutzpatronin der, des Handwerks und der Künste. Also sie war diejenige auch, die oftmals diese Künste verteidigte. Und wir kommen auch gleich zu, wie gesagt, wir kommen auch gleich zu ganz vielen tollen Geschichten von ihr, die auch diese Verteidigung unterstreichen. Und zwar bis hin zur Verfluchung von Personen, die sich angemaßt haben, über den Göttern stehen zu wollen mit ihren Fähigkeiten. Und was ja in dem Fall nicht so funktioniert, weil Götter sind die, die halt erschaffen und so weiter. Das ist so eine Sache. Und man darf ja nicht hybrisch werden. So. Habe ich nicht viel von der Eule, nur ich bin auch nachtaktiv. Ja, das, das ist natürlich auch ein Aspekt, Nachtaktivität. Wobei ich den hier weniger sehe. Trotzdem ist es natürlich eine tolle Anekdote für den für das Zwischendurch. Man spricht ja auch noch von griechischem Profil. Genau. Griechisches Profil, auch da die aristokratische Nase. Ja, also die, also oftmals in der Physiognomie so erwähnt, die aristokratische Nase. Sehr spannend. Also ich finde es immer noch beeindruckend, wo immer mal wieder Parallelen existieren, wenn es um das Thema Antike geht. Und vor allem auch andere Geschichten, biblische Geschichten und so weiter und so fort. Wobei, diesbezüglich werde ich mit Silvan The Creator is You, sowie auch ich selbst regelmäßig dann auch weitere Lives geben zu dem Thema die Verbindung der Mythologie mit der Psyche von heute, mit dem Menschen von heute. So, da gibt es unter anderem ganz viele weitere Übersetzungen, wie beispielsweise die unermüdliche, unüberwindliche und Stadtgöttin und Beschützerin. Und es gibt einen Beinamen von Athene und der ist ganz interessant, weil Athene symbolisiert mit ihrem Namen auch und mit ihrer Geschichte die Jungfräuliche. Die Jungfräulichkeit selbst, ja? Und zwar Parthenos. Also Parthenos zum Beispiel auch ein Ort, auch in Griechenland etc. Und es ist schön zu hören, dass diese Worte damals so eine Bedeutung hatten, weil das jungfräuliche Wissen zum Beispiel auch als Frau sind, also dargestellt und nicht als Mann, als Frau dargestellt. Also folglich auch der Frau damals den Raum geschaffen, der ihr gebührte. Ja, aufgrund dessen, weil wir kennen es von der Geschichte oft auch, dass die Frau eher sekundär gesehen wurde. Aber jetzt kommt eine Geschichte, die ich sehr spannend finde, die ich sehr, sehr gerne erwähne, und zwar die mit Zeus, weil Zeus ist der Vater von Athene und diese Geschichte zeigt auch, wie ebenbürtig die Symbolfrau dem Mann auch damals schon gezeigt wurde und wie Zeus auch darauf reagierte. So, und bevor wir aber zu dieser Geschichte kommen, diese Geschichte ist nämlich insofern interessant, wenn man den Rahmen auch kennt, also was ich gerade eben auch schon erwähnt habe, sie ist Tochter von Zeus, aber auch von Metis oder Metis. Und Metis war die Göttin des Scharfsinns, des praktischen, komplexen und vor allem impliziten Wissens. Das heißt, sie hatte auch schon, Athene hatte auch schon den Ursprung des Wissens, also der mächtigste Gott von allen, Zeus, der Göttervater, und auch Metis oder Metis, die in dem Fall schon die Symbolik mitgetragen hat. Und jetzt kommt die, das ist so krass. Also Zeus, und jetzt habt ihr sozusagen den Rahmen dafür, Zeus war derjenige, der von Uranos, der Titan des Himmels, Uranos heißt auf Griechisch Himmel, und in dem Fall Gaia, die Titanin der Erde sozusagen, die Information bekam, also die Prophezeiung, dass die Kinder, die in Metis schlummern, ja, also weil er sie geschwängert hatte, das war die erste Affäre, die er hatte damals, wohlgemerkt, der Zeus, dass das weibliche Kind, die Tochter, wird ebenbürtig sein. Genauso klug und genauso schön, ja, wie Zeus selbst. Das ist ein Symbol. Zeus war keine Person, aber sie wurde hier, also Symbole wurden hier dargestellt, personifiziert. Und im gleichen Zuge, es waren zwei, die geboren werden sollten, Zwillinge offensichtlich, weil Metis mit zwei Kindern schwanger war. Und der Bruder, der geboren hätte werden sollen, der wohlgemerkt nie benannt wurde, das ist auch eine super interessante Information, der wird Zeus stürzen. Und wer die Geschichte von den Titanen nicht kennt,
um zu verstehen, wie Zeus jetzt reagierte, der solle sie jetzt auf jeden Fall hören. Und zwar, die Titanen, in dem Fall Kronos, der Vater von Zeus, hat alle Kinder, weil er wusste, dass diese Kinder, diese Götterkinder, wie Zeus zum Beispiel, Hera, Demeter, Poseidon, Hades, die werden stärker sein als er. Die werden ihn stürzen. Deswegen hat er sie gefressen. Und ratet mal, was Zeus in dem Fall mit Metis und den Kindern gemacht hat, die ihn ungeboren waren. Er hat sie gefressen. Er hat die Mutter selbst verschlungen, mitsamt den ungeborenen Kindern, weil er Angst hatte davor, erstens gestürzt zu werden und zweitens, dass eine weibliche Person in den Vordergrund tritt, etwas Größeres emporkommt und die dann dementsprechend ihm ebenbürtig ist. Und was bedeutet es rein übersetzt für uns, vor allem auch symbolisch gesprochen, für unsere Psyche? Wie oft wir das gesehen haben schon, nicht in dem Fall Vater und Mutter als in dem Fall Personen, sondern das Verhalten, das väterliche oder in dem Fall mütterliche Verhalten, die Tradition, vielleicht sogar die Tyrannei, die dazu verleitet, ja, das, was in dem Fall das Chaos erzeugen wird, ja, eine Ebenbürtigkeit, eine andere Person, die genauso groß ist wie ich. Oh Gott, da werde ich ja sozusagen voll durch den Wind gebracht. Erstens und zweitens jemand, der mich auch noch stürzen wird. Als meine Kinder werden mich als Elternteil stürzen. Und wer hat am meisten davor Angst? Natürlich, klar. Eine hierarchische, eine tyrannische Seite in uns. Und die ist seltener weiblich. Die ist seltener mütterlich. Weil das Mütterliche umschließt, ja, das Heraische, also Hera, das umschließt, es vertraut, es liebt, ja. Es ist wohlgemerkt, wenn es hintergangen wird, natürlich etwas stumpfer und wird dann wahrscheinlich auch sauer, aber trotzdem zu wissen in dem Fall, dass Zeus selbst seine Kinder verschlungen hat, symbolisiert unfassbar viel. Und jetzt kommt also diese Erzählung, ich möchte gerne weitererzählen zu dieser Geschichte, weil es kam noch ein Clou dazu. Er hat sie verschlungen, er hat das Gleiche getan wie sein eigener Vater, wohlgemerkt, und wurde dafür fast bestraft. Bestraft in dem Fall fast, weil er in dem Fall ganz, ganz viele, und wir kennen diese Geschichte von vielen Vätern, die genauso sind wie ihre Väter, obwohl sie nie so werden wollten wie ihre Väter. Kennt ihr das? Wenn ihr wisst, ihr wollt nicht so werden wie eure Eltern, so diese Eigenschaft will ich nicht haben, und dann am Ende genauso endet wie sie. Kennt ihr solche Leute? Also ich kenne ganz, ganz viele davon, und ich erwische mich ja selbst auch teilweise dabei, das zu tun, was ich gar nicht wollte. Und dann einen Rahmen schaffen zu wollen, um das zu legitimieren. Und allein das zu verstehen, und jetzt kommt die Strafe für denjenigen, der es versteht oder derjenige, der es nicht verstanden hat. Zeus hat es bis dato nicht verstanden und hatte unfassbare Kopfschmerzen. So überliefert diese Geschichte. Und diese Kopfschmerzen waren so groß, dass er sie nicht mehr ertrug und seinen Sohn, Hephaistos, darum bat, sein Sohn, ich glaube schon, das sind so viele Verknüpfungen. Er bat auf jeden Fall Hephaistos, der Gott der Vulkane, der Schmiedekunst wohlgemerkt, der diesen Donnerkeil gebaut hat. Also er war in der Lage, Waffen zu bauen, die die Götter töten konnten und Titanen sogar. Ihn seinen Schädel zu zertrümmern, zu spalten oder sein Haupt, es wird unterschiedlich überliefert. Genau, Hera war Zeus' Frau, genau. Um dann sozusagen die Kopfschmerzen zu überwinden, weil er ja Göttervater war, also konnte er nicht getötet werden von Hephaistos, weil er sozusagen die Macht darüber hatte. Das ist auch ein Symbol. Sarah schreibt aber, also wollte er nicht, dass Hera ihm auch ebenbürtig ist? Nee, also bei Hera war das ein bisschen anders. Wie kommst du darauf, Sarah? Weil du warst ja bei Hera dabei, das war ein Livestream über Hera und die beiden liebten sich wohlgemerkt. Er hat zwar viel Scheiße gebaut, wohlgemerkt, aber er hat sie selbst als Göttin niemals von ihrem Thron heruntergestürzt. Keineswegs. Sie war die mächtigste Göttin auf dem Olymp. Also keineswegs irgendwie degradierend. Es könnte beschämend wirken, gar keine Frage, aber. Um den Rahmen jetzt zu schließen, weil wir gerade in dem Fall von Athene reden, von Zeus werde ich noch mal reden und zwar recht am Schluss. Zeus wird dann etwas später kommen, weil er bildet den Rahmen für alle Götter und für alle Fähigkeiten. Aber er gebar in dem Fall durch das Spalten, als Hephaistos den Kopf spaltete, gebar er Athene. Und sie entpuppte sich sofort in einer Rüstung.
Und das ist ein schmerzhafter Beweis dafür, dass der Kopfschmerz, das Leugnen der Dinge, die dich ereilen werden, das Chaos, das Wissen wohlgemerkt, was daraus entsteht, weil du bist ja danach weiser, wenn du diesen Schmerz überlebt hast, wirst du eine neue Geburt erschaffen, also etwas Neues für dich empfinden oder finden. Wohlgemerkt, es wird dich unterdrücken. Du weißt ganz genau, dass das, was kommt, du weißt es, dass es dir wehtut. Und trotzdem ignorierst du das. Und deswegen auch, als er den Kopf spaltete und Athene rauskam, so entstand auch unter anderem der Name Athene. Ja, weil es heißt, es gibt diverse Überlieferungen, das heißt die Kopfgeburt, der Verstand, das Wissen. Da oben. Und das ist sehr interessant, ja. Genau, und Naturkosmetik sagt auch, weil wir das immer wieder vorgelebt bekommen, tun wir dasselbe. Genau, weil wir glauben, dass es halt auch das Richtige ist. Und es ist prinzipiell nicht falsch. Es geht darum, wie gehen wir damit um. Wenn wir wissen, dass wir damit versagen könnten, ist die Frage, laufen wir dann, indem wir es ignorieren, verschlucken, also herunterschlucken, Gefahr vielleicht zu erbrechen oder sogar Kopfschmerzen davon zu bekommen, weil es uns nicht mehr loslässt, weil es uns weiter ergreift, sogar fast irgendwann mal angreift, so sehr, dass wir Schmerzen darunter haben werden können. Da dürfen wir nochmal hinschauen sozusagen. Und das ist diese Symbolik da dahinter, dass selbst der Größte in der Hierarchie Kopfschmerzen bekommt von seinen Sünden und oder von der Leugnung dessen, was kommen kann. Und zwar das mögliche Absetzen seiner. Weil jeder, also entweder, wir kennen diesen Spruch, entweder stirbst du früh als Herrscher und bist wohl angesonnen, oder du stirbst spät und bist Tyrann geworden oder bist lang genug dort gewesen als Herrscher, um Tyrann zu sein. Und diese Kopfgeburt Athene kommt interessanterweise mit einem Symbol auf die Welt, mit einer Rüstung. Athene ist von vornherein mit einer Rüstung ummantelt. In anderen Geschichten kommt sie aus dem Mund heraus und zwingt Zeus dazu, auch in dem Fall ihre Geschwister auszuspucken, also in dem Fall ihren Bruder. Wobei das nicht passiert, dieses Kind wird nie geboren, also dieser Bruder wird nie geboren. Es endet aber anders chaotisch, wohlgemerkt. Also Athene ist zwar nicht unbedingt gegen Zeus oder ähnliches, ganz im Gegenteil, sie wurde ja geboren, aber sie hat sich erstmal durchkämpfen können müssen. Das heißt, oftmals ist es so, dass Wissen später kommt. Wissen kommt oftmals nach der Erfahrung. Das ist auch ein Symbol da dahinter. Ja? Du wirst erst weiser, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, die schmerzhaft war. Und das ist natürlich auch das Drama, was viele Griechen damals auch schon so unterstrichen haben. Also die ganze Ära der Antike unterstreicht das Drama. Du musst Schmerzen haben, Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja? Und Zeus geht so mit diesem Thema um, zumindest so überliefert. Er schenkt ihr sogar teilweise Dinge, die er schuf. Zum Beispiel auch, Moment, ich guck mal, wie es noch, das Aegis, ja, oder Aegis auf Deutsch übersetzt. Das ist ein goldenes Ziegenfell, was wohlgemerkt Zeus verwendete, um Blitz und Donner zu erschaffen und die Nacht herbeizubringen. Und das schenkt er Athene. In manchen Überlieferungen wird es sogar von Apollon genutzt, aber das ist eine andere Sache. Es ist eher hier in den Fokus Athene gesetzt. Und das finde ich auch interessant. So, okay, also die Feindschaft gegenüber Athene ist nicht sonderbar stark. Vielleicht finde ich die eine oder andere Geschichte, die das unterstreicht, weil ich bin mir sicher, Konflikte hatte schon jeder. Und Athene symbolisiert und zeigt halt auch, dass Weisheit nun mal ein Aspekt ist, der mit der Zeit kommt und manchmal sogar aus dem Schmerz herausgeboren wird. Es könnte sogar wegen der Rüstung etwas Schmerzhaftes sein, so schmerzhaft, dass man sich bei der Geburt durch das Wissen, ja, also bei der Geburt nach dem Schmerz, das Wissen uns isoliert, uns schützen soll. Weil oftmals ist es ja auch so, wenn wir zum Beispiel etwas Dramatisches oder halt etwas vielleicht Traumatisches erlebt haben, dass wir uns schützen. Und zwar oftmals, und jetzt kommt diese antagonistische Seite von Athene, oftmals auch von diesem Punkt, ich schütze mich mit Wissen, um da nicht hingucken zu müssen, um das Gefühl nicht zulassen zu müssen. Und das könnte das natürlich auch bedeuten. Ja? Und diese Rüstung
die kann sehr, sehr mehrdeutig sein. Also die Rüstung auch, beispielsweise, weil Hephaistos den Kopf spaltet und Hephaistos ist aus der Schmiedekunst ein sehr, sehr begabter Gott gewesen als Symbol und auf den werden wir auch demnächst mal zu sprechen kommen. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber rein psychologisch gesprochen ergibt es sehr, sehr viel Sinn, dass diese Isolation durch Wissen stattfindet und deswegen die Rüstung halt das zeigt, dass sich etwas dahinter verbirgt, ja. Oder es muss ausgesprochen werden, um was ohnehin schon gewusst wurde, ja. Und umso mehr du es nicht aussprichst, dann bleibt es dir im Halse stecken. Ja, wenn du es runterschluckst, kennen wir das Thema auch, wenn wir Schluckbeschwerden haben oder ähnliches. Manchmal hat es viel damit zu tun, dass wir Dinge nicht aussprechen, die wir einfach dann runterschlucken und dass wir sogar, wohlgemerkt, Bauchschmerzen bekommen und nicht nur Kopfschmerzen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz mieses Thema, je nachdem. Und wir kennen auch diverse Geschichten auch. Und ich habe es letztes Mal auch schon erwähnt mit Pinocchio. Ja? Warum spuckt der Wal? Warum spuckt der Wal bei Pinocchio die zwei aus? Weil es brennt im Magen. Genau. Sodbrennen zum Beispiel ist ein Symbol. Also, was hast du Schlechtes gegessen, wenn dir schlecht ist oder. Und auch da bedienten sich die Antiken oftmals solcher Symbole. Deswegen finde ich es auch so genial. Unabhängig davon, wie treffend ist das denn? Ja, danke, danke, danke. Also, es ist cool. Das ist einfach cool. Wie gesagt, ich werde jetzt weitererzählen, weil das ist unfassbar, wie. Also, ich wurde damals belesen wohlgemerkt, also von meinen Eltern auch etc. Und die haben mir nie erzählt, dass das vielleicht etwas mit mir zu tun hat, sondern ich musste es selbst herausfinden. Und das fand ich etwas schade, weil meine Mutter hat mir sehr viel erzählt, mein Vater war da eher unwissend leider. Und dann war das so, wie schade, meine Lehrer wussten das auch nicht. Und die haben das auch so, oder wenn sie es wussten, haben sie es nicht erzählt, weil sie uns einfach durchschleusen wollten durch die Schule. Und ich finde es sehr schade aufgrund dessen, weil ich hätte daraus als Kind so viel mitnehmen können, beispielsweise durch eine nächste Geschichte, die ich gleich erwähne, aber zuvor werde ich ganz kurz einen Kommentar vorlesen. Das habe ich oft mit dem Frosch im Hals und ich habe ganz starke MDM-Probleme. Okay, es entwickelt sich eine Colitis. Aha, denke, es hat mit meiner Seele zu tun. Ich habe vorhin sogar einen ganz tollen Spruch von C.G. Jung gelesen. Wer nach außen etwas sucht, der träumt. Wer nach innen schaut, der findet die Seele oder findet in der Seele die Antwort. Und ich bin der Auffassung, dass wir garantiert, wenn wir also psychisch etwas, also wenn wir etwas in uns tragen, also was wir unterdrücken, ja, sei es ein Zwangsgedanke, der vielleicht sogar, der Gedanke wird zum Zwangsgedanken, weil wir es unterdrücken, dass es uns teilweise vielleicht sogar krank machen könnte, ja. Und wie oft, wir kennen das auch, also du kennst es wahrscheinlich auch, diese Erleichterung, etwas ausgesprochen zu haben, was man jahrelang in sich getragen hat. Du, ich hab damals was falsch gemacht, oh Gott, ich muss es gestehen. Und da sieht man auch, wie erleichternd es teilweise war. Hi, Travel Tash, cool. Wie erleichternd es damals auch schon war, wahrscheinlich, oder generell auch diese Beichte. Ich meine, wir können ja uns streiten bezüglich Religion und Christentum etc., aber die Beichte, wohlgemerkt, ist an sich im Akt ein sehr, sehr angenehmer Akt. Weil man entledigt sich kurz seinen Taten und im Rahmen dessen, wie wir denken, kann Weisheit in dem Fall, wenn sie fehlt, sehr schmerzhaft sein. Weil umso mehr wir wissen, umso eher können wir eine Lösung finden und umso eher haben wir mehrere Erklärungen dafür, dass wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben. Wenn wir aber wenig wissen, dann ist es so, als würden wir einen Kasten nehmen und da einen Flummi reinschmeißen. Und dieser Flummi, der flummert, also der springt da tausendmal hin und her. Und es könnte sogar sein, dass wir dadurch sozusagen Kopfschmerzen bekommen. Es ist in unserem kleinen Kasten da oben, eckt immer dieser doofe Flummi, dieses Problem an. Okay? Aber wenn du einen großen, großen, großen Kasten hast und einmal das reinschmeißt, dann wird er recht schnell sozusagen, also er wird nicht schnell wieder an eine Ecke kommen. Er braucht ewig lang durch diesen Raum, um wieder irgendwo anzukommen, dieser Ball, dieser Flummi. Und genauso kannst du dir das auch vorstellen. Umso mehr du weißt, umso weniger verschwendest du deine Zeit damit, dich selbst sozusagen immer zu attackieren. Bei jedem Anecken dieses Flummis ist es eine Attacke. Also bitte erweitere dein Wissen und belese dich, weil jedes einzelne Buch, ja, jedes einzelne Buch, was du verschlingst, ist ein Schritt weiter
weiter in dich selbst hinein. Weil wenn du erfährst, also als ich zum Beispiel also erstmal erfahren habe, was es bedeutet, ein Trauma zu haben und wie du das lösen kannst, durch diverse Bücher. Und nicht lösen im Sinne von, ich habe mir keine spirituellen Bücher bloß durchgelesen. So von wegen, ah, da kommt das Universum und heilt mich. Das ist ein toller Referenzpunkt, um sich selbst irgendwo zu legitimieren für den Moment. Aber ein Trauma hat was viel mit deiner Vergangenheit zu tun, viel mit der Tiefe, viel mit dem, was damals gelegen hat. Deswegen macht es heute dir Kopfschmerzen. Und als ich die ersten Bücher in die Hand genommen habe, von Peter Levine zum Beispiel, als ich angefangen habe, Jordan Peterson mit anzuhören, Psychologen wohlgemerkt, also Traumatherapeuten, die das Wissen über Jahrzehnte hinweg gesammelt haben, fundiertes Wissen, habe ich verstanden, dass ich das nicht loswerde in der Form, indem ich an etwas glaube, sondern indem ich anfange zu wissen, wer ich bin. Und das haben schon damals die alten Antiken gesagt, erkenne dich selbst. Diese Erkenntnis ist Weisheit. Und auch beispielsweise im Griechischen, ob das jetzt so übersetzt wird oder nicht, ist eine andere Sache. Aber rein von dem Wortursprung des Wortes Interesse. Ja, Interesse, enviaferon. Und das Interessante ist, es wird aufgespalten in enviaferon. Und falls, wohlgemerkt, und alle Griechen, die das gerade abhören oder generell griechisch Bewanderte, die könnten da vielleicht widersprechen. Es geht an sich darum, wenn das stimmen sollte, wäre das interessant. Ja, en via Pheron. Via bedeutet in dem Fall, es ist ein anderes Wort für Zeus. Via, also der Gottvater. En zum via Zeus Pheron bringen. Was bringst du den Göttern? Und das nennt sich Interesse. Also folglich ist das Göttliche etwas zu Gott bringen oder zum Göttlichen bringen, und das ist nicht religiös gemeint, sondern eher mythologisch gemeint, symbolisch gemeint, ist das Wissen dorthin bringen. Oder etwas dorthin bringen. Also es ist mit Wissen vielleicht auch gekoppelt. Es ist unfassbar spannend, es ist total geil, was für krasse Gedanken daraus entstehen und was für ein riesen Mehrwert daraus entstehen kann. So, jetzt kamen noch ein paar Berichte. Die Beichte, etwas loszulassen und etwas endlich sagen zu können, auch in einer Therapie kann das passieren. Ja, genau. Oh ja, das kenne ich zu gut. Nach der Trennung von meinem Ex-Mann habe ich mit ihm im Raum oft das Gefühl gehabt, keine Luft mehr zu bekommen. Dies ist zum Glück vorbei, denn ich habe mich mir versprochen, dass... Versprochen, das ist so schön, ich liebe dieses Wort. Niemanden außer ich Macht über mich hat. Okay, danke. Das sind tolle Gedanken. Danke, danke, danke für diese Worte. Und Melanie ist gerade dabei auch, wohlgemerkt, die Götterschmiede zu machen. Und das ist ein Part davon. Athene ist ein Part davon. Wisse, wer du bist und auch jeder einzelne Part. Aber unabhängig davon, lass uns weitermachen, weil dieses Thema ist so gigantisch geil. Wir kommen zu der nächsten Geschichte, die ich vorhin schon etwas angepriesen habe. Und zwar, wer sich mal mit Ovid-Metamorphosen mal beschäftigt hat. Ovid, kennt ihr vielleicht Ovid? Ovid ist halt ein... Oh Gott, Entschuldigung. Sorry. Ach, dieser iPad-Ständer ist da fast runtergefallen. Das ist natürlich doof. Ich hoffe, ihr seht mich gut, wohlgemerkt. So, seht ihr mich gut? Ja. Hört ihr mich auch gut? Vielleicht ist da irgendwie gerade eine Indifferenz entstanden. Entschuldigung. So, und Ben ist ja auch drin. Also von daher, ich finde es einfach mega. Also folglich, die Geschichte. Die Geschichte, und vielleicht kennt ihr das Wort auch schon, ja, und zwar Arachne. Arachne nach Ovid, Ovids Metamorphosen. Ovid ist ein Dichter gewesen, der diese Geschichte so schön formulierte. Er hat so tolle, großartige, danke für das Feedback, ich bin noch da. Ovid hat so tolle Gedichte formuliert, die sind unfassbar schön und schön im Sinne von tiefgreifend, künstlerisch sehr, sehr qualitativ hochwertig. Und in den Metamorphosen, in den sechsten, also wohlgemerkt die sechste Band von den Metamorphosen, berichtet er von Arachne. Arachne war eine Frau, wohlgemerkt, die, und vielleicht kennt ihr das Wort Arachne, von Arachnophobie vielleicht, ja, die Angst vor Spinnen. Und Arachne war ein ganz normaler Name damals. Und Arachne, die wurde hochmütig, übermütig, also wirklich hybrisch, und sie hat Athene unterstellt, ja, sie selbst, Arachne selbst, wäre besser als sie im Weben. Und wohlgemerkt, Athene war ja vom Handwerk die Göttin, also so eine Art Schutzgöttin des Handwerks und der Künste. Und da, jetzt kommt das Interessante an dieser Geschichte. Und Arachne war so hochmütig und sagte das der Athene. Und Athene sagte, okay, dann werden wir uns messen, wer die bessere ist.
Und als Arachne, als Frau, als Weberin, und da gibt es tolle Gemälde dafür, und ich muss noch mal gucken, wie die auch lauten, von wem sie sind. Also bitte mal nach der Geschichte von Arachne suchen und Athene, wenn ihr dazu Interesse habt natürlich. Im Wettkampf hat sie verloren, Arachne, und aus Strafe, du weißt ganz genau, es gibt immer da draußen Bessere als du. Und wenn du hochmütig wirst oder übermütig und sogar größer denkst als die Götter selbst, das sind keine Menschen, das sind Symbole. Wenn du glaubst, dass du klüger bist als andere, dann wirst du dich irren. Das hat Sokrates schon damals gesagt. Er weiß, dass er nicht weiß. Ja? Es ist prozentual gesprochen, wissen wir fast gar nichts. Ja? Von all dem, was schon existiert. Und wir versuchen es im Glauben zu ertränken und somit zu erklären. Und doch dann nicht zu erklären. Zu klären. Es ist eher alles trüb. Und wohlgemerkt, Athene hat die Augen einer Eule. In der Nacht kann sie sehen. Messerscharf. Der Scharfsinn hat sogar ihre Mutter gehabt. Metis. Also versteht ihr diesen Rahmen? Das ist so, oh Gott, hey, scheiße, nochmal klar. Umso mehr du weißt, umso eher kannst du dein Leben durchblicken. Wie ein Vogel einfach durchfliegen. Es sehen wie eine Eule, eine weise, weise Eule. Und Arachne wurde zu was verwandelt? Logischerweise, natürlich, in eine Spinne. Und was ist die Spinne? Um eine Spinne wahrzunehmen, brauchen wir Scharfsinn. Das ist Fakt. Diese Verbindung da dazu ist mal eine andere Sache. Okay? Zu dem Thema Scharfsinn von Metis und Scharfsinn von Athene und Arachne. Also die Arachne, also die Spinne zu erkennen. Die Spinne ist einer der Feinde wie die Schlange selbst, die wir als Menschen schon immer hatten. Es sind kleine Viecher, wir haben sogar Angst davor, und zwar berechtigte Angst. Das ist keine Angst von wegen, kennt ihr diese Menschen, die sagen, hab doch keine Angst vor Spinnen? Hackt's euch noch? Wenn so ein Ding über dich drüber krabbelt, macht sogar jeder mal so kurz so, weil du nicht weißt, ob das vielleicht was Giftiges ist. Und dein Unterbewusstsein arbeitet ständig für dich und zack, machst du es kurz weg. Auch wenn diese Spinne einfach nur ein Weberknecht ist. Interessant, auch Weberknecht. Haha, okay. Das ist eine andere Sache. Das Weben und die Knechtschaft. Aber vielleicht ist die Knechtschaft gar nicht das. Unabhängig aber davon, die Gefahr für die Menschheit, ist das Symbol von Arachne. Die Gefahr, ekelerregend zu werden, weil viele, viele Menschen haben Ekel vor Spinnen, weil sie giftig teilweise sind und haarige Beine haben. Ja? Und es hat viel Bedeutung damit. Psychologisch gesprochen, unfassbar viel. Arachne, diese Geschichte. Und zweitens, ja, das ist so giftig und ekelerregend. Giftig und ekelerregend. Und dazu wurde jemand gemacht, das ist das Zweite, der glaubte, weiser zu sein in einer Kunst. Zu glauben, dass man oder sie oder er die Bessere sei. Die Beste sogar. Und dieser Hochmut, den ereilt keinen Wissenden. Weil wer weiß, umso mehr du weißt, umso mehr verstehst du, dass die Welt unendlich ist. Und umso mehr du verstehst, dass die Welt unendlich ist, brauchst du nicht mehr Recht haben. Deswegen ist der Weise, und jetzt schließt sich auch der Kreis auch oftmals, deswegen ist der Weise derjenige, der eher nachgibt. Er gibt nicht nach. Er muss nicht kämpfen. Er muss nicht um das Recht kämpfen. Und die meisten Menschen haben Stress und Kummer und Leid und Co., weil sie Recht haben müssen. Ich bin diejenige, die gerade Opfer ist. Ich bin derjenige, der die ganze Zeit attackiert wird. Ich bin derjenige, der sieht, baba, ich. Meine Meinung heißt es auch. Meinung. Deine Meinung, meine Meinung. Und dieses Recht haben, und wohlgemerkt, wir sind alle davon betroffen, ich erst recht, ja. Und trotzdem stoße ich an meine Grenzen und oftmals bin ich dann sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen bescheiden, weil ich scheide mich selbst nicht in der Hinsicht, sondern ich werde klarer. Oh Gott, ja, da gibt es Menschen da draußen und ich kann mit diesen Menschen nicht argumentieren. Ich will es auch nicht. Ich halte meine Fresse und gucke zu. Ich gucke zu den Meistern da draußen und lerne. Und das ist weise. Der Weise wird in 2 Millionen Büchern, in jedem nutzlosen Buch doch etwas finden, was er nutzen kann für seine, weil er weise ist. Weil er einfach weise ist. Und ja, früher hatte ich Angst, heute versuche ich sie immer zu retten und sie zu befreien. Toll, ja, Spinnen sind doch faszinierend, absolut. Absolut, ich kannte schon jemanden, der Spinnen gezüchtet hat und anfänglich war ich total erschrocken, logischerweise, ja. Aber es verändert sich, ja.
Mittlerweile schaue ich sie mir auch etwas genauer an. Sie sind eigentlich hübsch. Und das ist die Weisheit auch. Wenn du weißt, dass sie dir nichts tun, dann bist du weise. Wenn du weißt, dass dieses Konstrukt, was wir von der Natur bekommen haben, vielleicht unter Dingen zu leiden, dass es oftmals einfach nur ein Schutz ist. Ja? Es ist nur ein Schutz. Wohlgemerkt vielleicht auch in Verbindung zu bringen mit Athene. Wer weiß. Und vielleicht ist auch dieser Schutz auch dafür da und es ist auch eine andere Deutung oder Bedeutung. Diese Rüstung, die sie anhat, dass du, wenn du weise wirst, dich nicht von allen spitzen Gegenständen da draußen oder von Schlangen einfach erlegen wirst wegen denen. Genau. So, weiter geht's. Zu dem Thema Geschichten und Sagen. Prometheus kennt ihr vielleicht, oder? Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat, das olympische Feuer, und dadurch bestraft wurde, für immer, von einem riesigen Adler, der die Gedärme jeden Tag aufs Neue rausgerissen zu bekommen. Prometheus, der Titan. Prometheus war in dem Fall ein guter Freund von Athene und er bat Athene darum, dass er den Menschen, und das ist auch die gleiche Symbolik mit dem Feuer, die Weisheit schenkt. Wissen und Weisheit. Uiuiui. Da hat Athene sich was erlaubt. Und ich weiß nicht, ob sie bestraft wurde dafür, aber dass Prometheus, der Überbringer, auch hierbei Symbol darstellt oder Symbolik beherbergt, die Weisheit zu fragen, ob die Weisheit auch zu den Menschen kommen kann, das ist auch interessant. Ja, symbolisch gesprochen können wir natürlich unendlich spinnen, aber ich würde sagen, wir gehen noch weiter zu einer weiteren Sage und dann sind wir schon am Ende. Es geht um das Thema Schönheit im Chat hier. Mega cool. Ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, absolut. Und auch das in Verbindung zu bringen mit Weisheit. Umso mehr du weißt, ja, umso eher kannst du dich in Dinge hineinversetzen, die anfänglich für dich schrecklich waren. Du hast dich erschrocken vor etwas und du wusstest es nicht besser. Und kaum wusstest du es, und wir kennen das alle auch, ja, für diejenigen, die zum ersten Mal Steuererklärung gemacht haben und sich dachten, Gott, die fressen mich auf, und beim dritten Mal denken, das ist gar kein Problem mehr. Ja? Oder wenn sie zum ersten Mal in einem Kampf verwickelt waren, sich in die Hosen gekackt haben und nach dem 10. Mal merken, das kriege ich locker hin. Ich kann Menschenkunde, also ich kann sie erkennen, ich kann Menschen verstehen, wie sie interagieren miteinander und genau deswegen dann darauf eingehen. Und Schönheit liegt im Auge des Betrachters, es hat viel auch mit demjenigen zu tun. Wohlgemerkt, ich hab mitbekommen für mich, umso mehr meine Mitmenschen wussten, umso eher konnten sie verstehen, wie ich denke. Für diejenigen, die nur Recht haben wollen, nun, das sind diejenigen, die mit ihrem Wissen vielleicht was anfangen wollen, aber es geht nicht um das Große und Ganze. Und das Große und Ganze, umso mehr du weißt, umso eher verstehst du auch, was Midlife Crisis bedeutet, ja, zu Ungunsten deiner etwas herunterzuschlucken. Und wenn du weißt, dass du sterben wirst, ist die Frage, warum rauchst du? Wenn du weißt, dass du sterben wirst, ist die Frage, warum leidest du? Ja. Und wenn du weißt, dass du dem Ganzen einen Sinn geben kannst, leidest du nicht mehr. Du leidest nur dann in dem Fall, wenn du dich entscheidest oder wenn etwas passiert, was von Mutter Gaia, in dem Fall der Natur, einfach vorgesehen ist. Ja, und ich komme noch zu den Titanen eines Tages. Also die Titanen will ich auch mal bearbeiten, weil das ist eine unfassbar kranke Geschichte, weil ganz ehrlich, die Titanen sind, also rein symbolisch gesprochen, also wie wir es auch gerade gesehen haben, Zeus hat das gleiche getan wie sein Vater Kronos. Und was haben die Titanen mit den Göttern zu tun? Sind die Titanen größer als die Götter? Also körperlich gesprochen schon. Und was hat Mutter Gaia mit uns zu tun, was heute stattfindet? Also ich schweife jetzt schon arg aus, weil ich finde dieses Thema so genial. Hi an alle, die gerade mit dazugekommen sind. Okay, die letzte Geschichte für heute, um da mit Athene abzuschließen. Wobei, wie gesagt, es gibt tonnenweise Geschichten, trotzdem ist Athene ein unfassbar interessanter Bereich zum Thema Weisheit und Wissen. Weisheit kann gegen dich arbeiten, Quatsch, Wissen kann gegen dich arbeiten, wenn du nicht weißt, dass es mehr gibt. Aber du kannst, wenn du möchtest, also wenn du verstehst für dich, was es bedeutet, also Wissen anzueignen und dann weise zu werden, weil du es weitertragen kannst an jene, die es noch nicht haben, weil Kinder sind nicht weise. Sie sind naiv und sie sind vielleicht in der Hinsicht unendlich perfekt und interagieren naturell Gaia-gerecht. Aber sie wissen nicht, dass da draußen die Hölle existiert. Dafür sind wir zuständig und wir sind nicht dafür da, um sie zu ermahnen, wenn sie Fehler machen, sondern um ihnen zu zeigen, in den schlimmsten Zeiten,
dass wir für sie da sind. So wie nachträglich auch Zeus es zugunsten Athene gemacht hat. Mit diesem Aegis, ja, mit diesem goldenen Fell, ihr etwas zu schenken, um Macht zu haben, als Beispiel. Ja, wohlgemerkt, es gibt andere Geschichten auch, die das Gegenteil darstellen, aber so kann es sich natürlich auch drehen. Anfänglich haben wir Angst und nachträglich sind wir stolz, weil wir Ebenbürtige erschaffen haben. Und wenn gar hoffentlich, und jeder weiß, jeder Meister weiß, wenn du als Meister deinen Schüler warnst davor, dass er dich als Meister überbieten wird, dann bist du ein Meister. Du warnst ihn davor, dass er sich selbst sogar überbieten wird, dann bist du Meister. Weil ich will, dass meine Mitmenschen geiler werden als ich. Oftmals wollen meine Mitmenschen nicht geiler werden als ich. Okay, das kann ich verstehen. Aber es geht nicht darum, dass ich geil bin. Es geht darum, dass die geiler werden sollen. Weil wenn die geiler sind, werde ich auch geiler. Und wenn du geiler bist, werden deine Mitmenschen geiler. Und wenn die geiler werden, wirst du auch geiler. Und dann wird alles geiler. Ja, im Sinne von zugunsten deiner Mitmenschen arbeiten. Ja, zu wissen und zu verstehen, dass wenn du Hera in dir trägst und du dieses Heraische lebst, dass du zugleich auch einen ganz großen Part in dir verstanden hast, und zwar das Athenische. Ja, du hast die Eule schon in dir, du brauchst keine weiteren Eulen zu dir tragen, um das Ganze in dem Fall so zu verklamüsern. Und das ist so genial. Es ist so wunderschön zu verstehen, dass jedes einzelne verschlungene Buch in den jetzigen Momenten vielleicht dich nicht weiterbringt, aber wer weiß, in den nächsten paar Jahren, wenn du diese Weisheit ausdrücken kannst, wenn du Athene aus deinem Mund gebierst, weil du es musst, ja, das zu dem Thema. Um einen kleinen Schwenker zu machen, ja, um ein bisschen dieses Ausdrückliche also zu formulieren. Das ist wiederum etwas, was Ares gut konnte. Und ich freue mich jetzt schon auf Ares. Ares wird so ein geiler Life, also so ein geiles Life, es wird mega cool. So, groß werden, indem du andere groß machst. Ich freue mich auf den 17.10. Genau, ich habe dich auf Mareikes Event kennengelernt. Hey, geil, cool, Limitless, you, geil, auf jeden Fall. Geiler Name auch, auf jeden Fall. Ich war da ein bisschen auf der Bühne, ein bisschen getanzt. Das war ziemlich cool, bei 600 Menschen auf der Bühne stehen und tanzen und dann die Bühne mit Mareike Ave zu teilen. Habe ich sogar mit Athene, sag ich schon, mit Tobias Beck hinbekommen. Jetzt, okay, weiter geht's. Wir haben jetzt Ares angesprochen und Athene und Co. und Co. Es gibt noch eine weitere interessante Geschichte, die ich wohlgemerkt mit Abstand eine schreckliche Geschichte, die ist und symbolisch gesprochen. Ich bitte euch inständig für diese Geschichte, die ich jetzt gerade erwähnen werde, dass diese wohlgemerkt mit dem Auge der Eule, mit dem hellsehenden Auge begutachtet wird, mit dem wissenden Auge, mit der Weisheit. Es geht nicht um eine Verurteilung. Es geht um das Erkennen dahinter. Und versuchen, es nur anzunehmen und zu erkennen, was es mit euch macht und vor allem auch, was ihr daraus machen könnt. Symbolisch gesprochen. Also, es geht um Medusa. Medusa, und es ist eine gigantische Geschichte und darüber könnte ich auch stundenlang erzählen, die wohlgemerkt von Poseidon, also Medusa war eine wunderschöne Frau, erstens. Ja, also es wird erklärt, dass sie eine wunderschöne und vor allem auch eine sehr unberührte Frau war. Es ist von unterschiedlichen Geschichten unterschiedlich auch erklärt. Und Medusa war so schön, sie hatte auch zwei Schwestern, die so schön waren. Und diese schönen Schwestern, die sind leider, also zumindest Medusa, in die Hybris auch verfallen mal wieder. Und deswegen, also Poseidon fand sie ganz toll und sie wurde dadurch auch vergewaltigt, ja, von Poseidon. Das ist eine Geschichte, in der anderen Geschichte wird sie erwischt, wie sie mit Poseidon Liebe macht. Das sind unterschiedliche Übersetzungen und Überlieferungen. Und egal wie, auf jeden Fall, sie wird bestraft. Sie wird bestraft von Athene selbst, der Weisheit wohlgemerkt, als Symbol. Und Medusa wird zu dem, was wir heute unter Medusa kennen. Die Frau, die hunderte Schlangen auf dem Kopf hatte. Und wenn ein Mann sie sieht, dann erstarrt er und wird zu einer Säule, zu einer Steinsäule. Und diese Geschichte, und das ist das Krasse daran, liegt im Auge des Betrachters, ja, absolut. Diese Geschichte hat viel damit zu tun, dass wir oftmals Dinge, die wir, also Traumen zum Beispiel, Traumata, die wir verschlucken, dass sie uns auch irgendwann mal zu dem werden lassen und vor allem auch für die, alle Partner und Partnerinnen, die nachträglich uns kennenlernen, die wir in dem Fall auch mal vielleicht berührt wurden, angefasst wurden und wir ihnen das erzählen, dass sie fast nichts tun können. Sie können einfach nichts machen. Sie sind einfach tot. Sie können dir nicht helfen.
Und sie erstarren, weil dieses Symbol an Vergewaltigung zum Beispiel etwas so Schlimmes ist, so schlimm, dass Menschen einfach nicht mehr atmen können. Und sie, die Person, die danach lechzt und sich lechzt, Liebe zu erhalten, Medusa, eine wunderschöne Frau, ja, immer wenn ein Mann ihr näher kommt, höchstens nur in dem Fall Perseus, der ihr den Kopf abhackt, um dann sozusagen da als Symbol zu dienen und nicht mehr und nicht minder. Und das war die Strafe der Weisheit. Und was hat Weisheit da damit zu tun? Nun ja, mit Weisheit kannst du verstehen, was die Götter mit Medusa gemacht haben. Es ist eine Symbolik, also sie ist keine Person gewesen, wohlgemerkt, sondern ein Symbol für Trauer, für vielleicht Hybris, für Missgeschick, für das Leben wird dich ereilen. Das wird dich so oder so einholen, egal wie schön du bist oder egal wie unschuldig du bist. Und selbst die unschuldige Athene, also die Weisheit, ja, die kann dich ermorden oder kann dich zu dem machen, was du bist. Und wer weiß, vielleicht ist die Weisheit in der Hinsicht das, wenn du weißt, dass, also wenn du verstanden hast, was es bedeutet, vergewaltigt zu werden, weil du dich selbst darin gefunden hast, dass du mit diesem Mahnmal rausgehst und Menschen das sogar schuldig sprichst, dass sie auch zu Medusen werden. Also es ist unfassbar mehrdeutig und wir dürfen auf gar keinen Fall das eindeutig sehen, sondern mehrdeutig belassen. Medusa ist nicht unbedingt ein schlimmes Mahnmal, eher ein Mahnmal für erkenne dich selbst. Und auch da, Athene kommt wieder, schluck's nicht runter, du wirst zu Stein. Und du wirst andere Menschen auch zu Stein machen. Es ist die Gunst, wenn du dieses Thema hast, es auch wenn du berührt wurdest, und ich weiß, es ist unfassbar schwierig, das Schönste daraus zu machen und dich nicht über die Weisheit drüber zu stellen, auch da wieder, nicht weiser zu werden, nicht andere belehren, sondern Menschen mitzunehmen, um sie galler zu machen, wohlgemerkt, okay? Und da kann natürlich auch, und Poseidon hat auch eine große Rolle als tiefgängerischer Aspekt, ja, die Tiefe, die unendliche Meerestiefe, vielleicht auch deine psychische Tiefe, die dich dann berührt und dich zum Opfer werden lässt. Und das ist krass. Das ist krass. Wenn du nicht hinhörst und dich dann die Weisheit bestraft, weil du wusstest, dass was passiert. Du wusstest das. Wenn du dich einlässt auf diverse Parts in deiner Tiefe und nicht vorbereitet bist. Und dann wirst du zum Mahnmal. Und das ist diese Geschichte von Medusa. Und wie gesagt, ich könnte noch ganz viele weitere Interpretationen damit reinpacken, aber bitte versteht es für euch, nicht gegen euch. Für euch und gegen Handlungen, Verhaltensweisen. Ja? Und das ist diese eigentliche Symbolik dahinter. Und ich finde es so toll, weil Athene ist ein tolles Symbol. Ein Grund mehr, weiser zu werden. Ein Grund mehr, sich selbst zu lieben. Ein Grund mehr, diese Weisheit weiterzutragen, um ganze Städte, wie Athen es damals war, zum Schließen mit der unendlichen Weisheit. Gut, wir kommen zum Ende. Und ich möchte eines nochmal von mir geben. Achtung, Werbung. Und zwar, ich habe es vorhin schon erwähnt, für all diejenigen, die wirklich Interesse haben, da das in sich, dieses Feuer erzeugen zu können, dieses Feuer lodern zu lassen, von allen olympischen Göttern, einschließlich Dionysos, der 13. Gott im Bunde sozusagen, die Götterschmiede einmal so zu erleben. Es ist ein geiles Programm. Es ist ein unfassbar geiles Programm, was so vielen Menschen gerade hilft, ins nächste Level zu kommen. Erkenne dich selbst ist der Grundtenor, den ich dort erwähne. Und wenn du daran Interesse hast, dann schreib mich gerne an. Ansonsten, wenn du noch nicht weißt, welche Gottheit in dir schlummert, mach das kostenlose Götterquiz. Und ich freue mich auf dich und ich freue mich auf deinen Erfolg. Ich freue mich auf alle Meinungen von euch. Schreibt's rein, wie ihr seid. Verlinkt mich gerne in eurer Story etc., dass wir dieses tolle Thema, ja, einfach groß machen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und wir haben 5, 4, 3, 2, 1.